Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assetto Corsa Competizione. Ja, ich werde gleich mal fahren. Mein erstes Competition-Rennen tatsächlich. Ich habe früher schon mal versucht, mich zu registrieren, hat aber immer nicht geklappt. Seitdem wurden ja die Server erweitert und die Rennen dauern jetzt auch noch 30 Minuten und sowas. No Pitstop Rules sehe ich gerade. Oh, okay, das ist neu. Wir fahren auf Monza auf jeden Fall, weil am 26. ist das nächste SimRC-Liga-Rennen, auch auf Monza. Und da will ich mich einfach vorher ein bisschen vorbereiten. Und da dachte ich mir, wir schnappen uns heute einfach mal diesen wunderbaren Wagen hier und fahren eine Runde Monza. Ich weiß nicht, ob das schon zu Hashtag Public Monza zählt oder nicht. Monza ist ja in den Public Lobbys so ein bisschen verschrien. Und ich habe gerade auch schon ein bisschen trainiert, so eine halbe Stunde ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen länger, habe den Wagen eingestellt, so ein bisschen mit den Drücken und so. Und muss sagen, es war schon teilweise ein bisschen grenzwertig, was da gefahren wurde. Auf dem Trainingsserver wohlgemerkt, ne? Also kein Rennen oder sowas, sondern wirklich nur freies Training und puh, ja, war wirklich teilweise ein bisschen grenzwertig. Aber kriegen wir alles hin. Ich hoffe, auf dem CP-Server ist es nicht ganz so schlimm. Safety Rating 80 ist, glaube ich, nicht so schwer zu erreichen, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, das Spiel stuft mich gleich auf einem niedrigen Server ein, also beziehungsweise auf einem Server mit einer hohen Nummer, ne? Niedriges Skill-Level, weil meine Ratings natürlich nicht geil sind irgendwie. Da muss man sagen, das dürfte das Spiel auch erkennen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Und Quali weiß ich noch nicht. Aber nee, Quali werde ich, glaube ich, rausschneiden komplett. Beziehungsweise werde ich erst gar nicht aufnehmen. Und dann sehen wir uns also direkt im Rennen. Da werde ich am Anfang noch mal kurz erzählen, wie das Quali gelaufen ist. Aber ansonsten werde ich das Quali einfach rauslassen. Das dürfte nicht super interessant sein. Ne? Ist halt dann wie auf dem Trainingsserver Monster fahren im Prinzip. Aber das Rennen, ich bin gespannt. Ich vermute, ich werde auf dem mittleren Server irgendwie eingerankt, weil ich habe noch kein CP-Rennen gefahren bin. Hoffe aber, dass das Spiel cleverer ist und mich gleich zu den ganzen Lappen schickt, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie schnell das Spiel eigentlich braucht, um mich auf den richtigen CP-Server dann irgendwann zu setzen, ne? Ob man da 3 Rennen fahren muss, 4 Rennen, 10 Rennen, bis das Spiel das irgendwie rafft. Und ansonsten heute üben, 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 gucken, wo sind die kritischen Stellen mit dem McLaren, ne? Zum Überholen. Wo kann ich überholen, wo kann ich nicht überholen, wo muss ich aufpassen, dass andere Leute rausfliegen, ist auf Monza nicht super schwierig. Monza bin ich schon ein paar Mal gefahren, auf jeden Fall. Eine der Strecken, die ich mir durchaus zutraue. Und dann rechne ich mit 51er Zeiten. Hoffentlich. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im Rennen. Oh, Jungs und Mädels, ich bin am Arsch. Es hat geregnet im Quali. Ich habe eine Runde zusammenbekommen. Die war nicht geil. Und jetzt ist es hier auch nass. Es regnet nicht. Das heißt, die Strecke wird abtrocknen irgendwann. Warum kann ich nicht schalten? Okay, ich kann auch nichts machen. Ja, ich muss mal gucken, wie das mit den Scheibenwischern gleich ist. Ich habe das ABS und so hier erstmal richtig hochgehauen. Fahr auf Nassreifen. Ich kann euch schon mal so viel sagen, ist absolut kein Spaß. Machen wir eine ganze Einführungsrunde. Ja, scheinbar schon. Sonst wären wir ja nicht am Anfang gestartet, ne? Also, ach so, und ich bin auf Server 2 von 4 gelandet.
Sollte ich mal Regenlicht anmachen vielleicht? Ich weiß nicht. Ich mach mal Regenlicht an. Und vielleicht auch ein bisschen Scheibenwischer. Oh ja, danke. Ich habe nichts gesehen, weil der direkt in mir gefahren ist. Wow, hier geht schon wieder hervorragend los. Oh, ja, bisschen belastend. Eigentlich wollte ich das ja als Testrennen benutzen. Also wenn es dann am 26. wie viele Tagen auch immer das ist, dann nicht auch regnet. Kann sich der BMW endlich mal entscheiden, ob der vor mir oder hinter mir fahren möchte? So, vor mir müsste eigentlich noch jemand stehen, ne? Dachte ich. Bin ich hier schon richtig an der Posi? Okay, also es haben sich scheinbar noch nicht alle so ganz sortiert. Hier er zum Beispiel. So, ich würde ja auffahren, aber ja, entweder zwischen uns fehlt wirklich noch einer. Ich sagte, da wäre vorhin ein helleres Auto gewesen. Macht er da? Ist er direkt in die Box abgebogen? So, vorne wird schon gebremst so ein bisschen. Ich sehe natürlich nicht, was da vorne passiert. Ja, sorry. Ging nicht anders, ist glatt. Nein, nein, tu's nicht. Oh Junge, ich fahr doch hier. Okay, zumindest scheinen hier in meiner direkten Umgebung schon mal keine Kamikaze-Menschen dabei zu sein. Das finde ich sehr gut. Boah, ein bisschen. Es strengt mich jetzt schon an, ne? Aber das Rennen geht ja auch nur eine halbe Stunde. Von daher. Was natürlich auch so richtig anstrengend ist, ist, dass ich halt keinen einzigen Bremspunkt sehe. Das ist gerade ganz schlimm. So, da ist das 300er, hier ist das 200er. Wir gehen ein bisschen früher auf die Bremse, damit wir nicht so wie der Mercedes da geradeaus durchrauschen. Ja, und dann habe ich
Erste Runde 5 Plätze gut gemacht, wie es aussieht. So, 300, 200, da können wir mal drauf treten. Okay, ganz so früh brauche ich scheinbar nicht. Na, vielleicht hätte ich auch eine andere Engine Map nehmen sollen, aber ich habe natürlich die Regen Maps bei McLaren nicht im Kopf, welche das sind. Uff, es ist wirklich immer so das Ding, ne? Nicht zu früh bremsen, nicht zu spät bremsen im Regen. Herrlich. Da habe ich nur auf meinen Bremspunkt geguckt und nicht gecheckt, dass er da vor mir schon bremst. Warum hat denn der so früh schon gebremst? Das war halt wirklich ein bisschen krass früh, ne? Es tut mir voll leid. So, das heißt für mich jetzt Boxenstopp. Ja, hier vielleicht auch ein bisschen früher bremsen. So, was brauche ich denn? Treibstoff brauche ich, glaube ich, keinen. Kann ich denn? Welchen richtigen Knopf? Jetzt habe ich einen richtigen Knopf. Ja, okay. Holen mich rein. Sehr gut. Ja, wow, da tut mir natürlich leid, wen auch immer ich da gerade so richtig weggebumst habe. Ich habe einfach echt nicht damit gerechnet, dass er so mega früh bremst. Oh, und jetzt kann ich mich natürlich schön hinten anstellen, ne? Platz 14 hier. Nice. Uff. Na gut, Regenrennen, dunkel, Monza. Oh, da hätte es mir den Wagen aber beinahe weggezogen. Trotz Traktionskontrolle 12, also ich fahre ja auf dem Maximum. Scheibenwischer brauche ich vielleicht. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, was hier noch drin ist. Das Ding ist, reparieren lohnt sich eigentlich bei so einem kurzen Rennen. Es sind ja nur 30 Minuten nicht.
Na, da hätte ich angefangen zu bremsen. Aber meine Lenkung stand halt schief, deswegen hatte ich ja keine Wahl eigentlich. Also langsam scheint sie aber ein bisschen Grip wenigstens zu geben. Der Typ vor mir. Ah ne, ist jetzt ein anderer. Wow, da war eine Pfütze. Okay, so viel vor meinem Bremspunkt brauche ich gar nicht mehr zum Bremsen. Ich muss halt nur ein bisschen langsamer um die Kurven gehen. Aber die Nassreifen scheinen jetzt zumindest ihren Job zu machen. Na, am Anfang hatte ich so das Gefühl, die Nassreifen, die sind Trockenreifen, habe mich im Quali deswegen auch noch mal in die Box zurückgesetzt nach einer halben Runde, weil ich halt so gar keinen Grip hatte. Das war es ein 204. Oh Gott. Ich meine, ich bin ja auch im Trockenen nicht schnell, aber so 1,51er Zeiten kriege ich da immerhin gebacken. Da muss ich vielleicht nur ein bisschen früher von der Bremse runtergehen. Jay Moran mit 208. Uff. Das heißt, ich komme nur sehr, sehr langsam an ihn ran. Abkürzung. Ist auf meiner Karte eingezeichnet so. Das Gute ist, hier ist keiner mit einer Nummer unter 900 dran. Das heißt, sie sind alle nicht in den Top 800 gerankt hier.
Na komm schon rum. Was, war ich da echt zu schnell über die Hubbelstrecke? Na gut. Ja, wahrscheinlich habe ich mir da echt mindestens eine Sekunde gerade gekreilt, wie es aussieht. Also ich behaupte mal, Treibstoff reicht easy. So langsam wie ich hier rumfahre. Fahren da immer noch 208er, ne? Also ich hätte nicht letzter werden müssen hier, wenn ich halt den Mercedes nicht abgeschossen hätte. Habe ich aber offensichtlich. Ja. Ich fahre die Vorderreifen gerade richtig kaputt. Weil ich halt die ganze Zeit beim Beschleunigen aus den Kurven richtig über die Vorderachse schiebe. So, Drücke sind ein bisschen niedrig. Ich hatte eigentlich gehofft,
na, beziehungsweise spekuliert, dass die Strecke halt ein bisschen schneller abtrocknet und die Reifen dann nicht mehr ganz so gut durch das Wasser gekühlt werden. Aber wahrscheinlich durch die Dunkelheit, die relativ niedrige Temperatur, passiert es nicht so schnell, wie ich gedacht hatte. Oh, da ist jemand in die Box gefahren. Das ist natürlich günstig jetzt für mich, platzierungstechnisch. Was waren das? 204. So, Gasiewski? Gasiewski? Nee, Gasiewski. Ist nur so 20 Sekunden vor mir. Ach, und der hinter mir ist schon rausgegangen. Na toll, also wer hier einen Unfall baut, scheint nicht durchzufahren. Obwohl sich das ja bei CP-Rennen, na, zumindest wenn man es auf die CP-Wertung abgesehen hat, lohnt. Boah, ganz komische Kurve gerade. So, aber er scheint auch schneller zu sein als ich. Das heißt, den hole ich nicht mal ein. Ah. Das ist natürlich jetzt bedauerlich. Noch 10 Minuten. Nur 5 gerade, weil er in der Box war oder sowas oder am Rand stand. Ich glaube, er war auch in der Box, ne? Ich würde sagen, auf einmal ist er 35 Sekunden vor mir, hat 10 Sekunden rausgefahren. Das erschien mir dann doch ein bisschen zu unrealistisch. So, von hinten holen mich gleich die ersten ein, das ist natürlich auch nicht günstig. Schon gar nicht im Regen. Aber zwischen denen ist Abstand. Das heißt, es kommt immer nur ein Wagen gleichzeitig an mir vorbei. Was schon mal deutlich besser ist, als wenn der zu zweit, zu dritt oder gar zu viert vorbeikommt. Ja, da hinten sehe ich ihn schon im Rückspiegel.
Na, den hätte ich hier vielleicht vorbeilassen sollen, aber. Oh, was? Ich zeige mal, dass ich außen bleibe kurz. Und dann darf ich ihn jetzt nur nicht abschießen. Das wäre, glaube ich, ganz günstig. Und drüber gehobbelt. Ah, was ist da los? So, 6 Minuten haben wir noch. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann ich vermeiden, dass mich mehr als der zweite hinter mir noch überrunden. So, Bände vor mir, ja. Uneinholbar. Luft, mal sehen, ob es packt. Da muss ich wahrscheinlich noch mal lupfen, ne? Oh, komm schon. Muss ich da anbremsen hier direkt in, ja. Haben die da Unsinn gemacht gerade? Ich dachte, Borel wäre hier noch durchgekommen irgendwie. Warte mal, aber Borel war nicht der Rybak. Wo ist ein Rybak hin? Ist er so hart abgeflogen, dass er hier disconnected hat? Oder hatte der einfach nur so ein Disconnect?
Ah, da bin ich noch mal dichter an Bände rangekommen, als ich dachte. Ja, keine Ahnung, was mit Rieber passiert ist. Vielleicht können wir das gleich im Replay noch mal klären. Oh, eine 203 sogar. Mann, richtig schnell. Also ich muss sagen, auf Regen war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Oh, vielleicht hätte ich einfach das Standard-Regen-Setup nehmen sollen. Statt einfach das mit den Brücken zu nehmen, was ich vorher gespeichert hatte. Also irgendwie geht es mit den Platzierungen gerade ziemlich wild durcheinander, oder? Capo Ferri war doch gerade noch Erster. Oder Capo Ferri. Und Bände, warum ist er auf einmal hinter mir? Warum bin ich Platz 8? Hä, was stimmt denn hier gerade nicht? Als wenn ich die ganze Zeit ein anderes Rennen gefahren wäre. So, Bände kriege ich nicht mehr, ne? Wenn der nicht verkackt, der geht da schon auf die Defensivlinie. Okay. War Bände, der Mercedes, den ich vorhin rausgebumst habe. Warum bin ich jetzt plötzlich wieder auf Platz 9? Warum steht da immer noch Final Lap? Irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Ich war jetzt schon mental darauf eingestellt, dass das Rennen vorbei ist, ne? Aber steht da Final Lap, wenn der wieder auf der Final Lap ist und nicht für mich? Das wäre natürlich, wie soll ich sagen, uncool. Aber so scheint es zu sein. Und da er sich da noch rausgedreht hatte. Steht er denn da? Ja, Leute, das Replay, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Zajewski hat einen Drive-Thru. Lol. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden das bringt, wenn er den nicht antritt. Was er jetzt wahrscheinlich nicht mehr kann. Plus 30. Oh, ich komme nicht auf 30 an ihn ran, oder? Mal gucken. Nee, der war schon über die Linie. Das habe ich wohl nicht mehr geschafft.
Okay. Das Replay speichere ich mal. Und dann, oh, wie sieht es denn aus mit dem Benzin? War ich dicht dran? 9,6 noch. Ja. Ich hatte so 59 Liter mit. Achso, ich kann mich ja jetzt hier einfach zurückporten, ne? Ja, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Replay wieder. Gucken uns das mal an. Ja, den habe ich da weggebumst, ich weiß. Hä, aber Morin war doch. Ach, egal. Jetzt schreibt ihm gleich. Kriegen wir hin. So, ganz kurz noch, bevor ich ins Replay gehe. Ich habe gerade mit Morin geschrieben, den hatte ich rausgenommen. Vorhin, ne, das war hier der Mercedes und der ist 8er, 7er, 5er Zeiten gefahren, also war tatsächlich langsamer als ich. Und ich habe mich bei ihm entschuldigt auf jeden Fall und er hat gesagt, sorry, meine Schuld, ich habe nicht damit gerechnet, dass du so früh bremst. Und dann meinte er, ja, okay, passt schon, du warst ja schneller als ich, also ist für dich eigentlich schlimmer als für mich. Und ja, ich habe ihm gesagt, ja, ich nehme die Schulter auf mich, werde mal das Replay checken, mal gucken, was da abging. Und er meinte, er war wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig, weil er halt drauf spekuliert hat, dass ein Haufen Leute sich einfach rausdrehen werden, hatte er auch recht, ne? Und war deswegen halt super vorsichtig, irgendwie ein bisschen zu vorsichtig an der Stelle. Und ja, dann saß ich ihm halt hinten drauf. Aber wir gucken uns das Ganze nochmal im Replay an. Also habe ich es natürlich geschafft vor 21 Fahrern. Von denen gerade mal. Wer ist denn ja alles über die Ziellinie gekommen? Sind nur 9 über die Ziellinie gekommen im Endeffekt? Wahrscheinlich, ne? Der Rest hat abgestellt. Capo Ferri scheint ja auch nicht weitergefahren zu sein. Ja, bin ich dann Vorletzter von denen geworden, die über die Ziellinie gekommen sind. Obwohl ich halt, ja, weiß nicht, hier vierten Platz. Ich hätte mit dem vierten Platz mitfahren können. Also von der Geschwindigkeit her, das ist ja deprimierend. Ah, dritter Platz, nee, dritten Platz hätte ich nicht. Aber ich hätte im Prinzip vorne um den, was weiß ich, vierten, fünften Platz so mitfahren können, wenn ich halt nicht den Scheiß da gebaut hätte. Ja, kann man nichts machen. Also, Replay, ganz kurz nur. So, ich habe mich jetzt hier mal hinter Morin gesetzt und dann gucken wir einfach mal, wo der gute Mann anfängt zu bremsen. Hier, beim 200er-Schild. Ja, das ist eigentlich okay, wenn er da halt nicht so krass in die Eisen geht, ne? Aber er ist halt mega in die Eisen gegangen. Er hat nicht nur so ein bisschen angebremst oder sowas, sondern geht hier halt schon mega krass in die Eisen und das ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen zu früh. Wir gucken einfach mal, wie das, wo ich da gebremst habe in den ersten Runden, wo ja noch ein bisschen mehr Wasser drauf war, auf jeden Fall. Wo muss ich denn hin? Hier ungefähr? Ja, hier stimmt ungefähr. Achso, da habe ich mich eh verbremst. Ja, und dann bremse ich hier erst ganz spät. So, aber hier komme ich wahrscheinlich besser durch, ne? Ja, so deutlich später als er gebremst. Auch bei McLaren sieht man die Bremslichter so schlecht. Ja, da, ja, nee, das, ja. Meiner Meinung nach hat er da ein bisschen zu früh gebremst, aber ja, Gott, was soll man machen? Es ist halt Regenrennen. Er wusste es nicht, ich wusste es nicht, keiner wusste irgendwas. Uns den Start noch mal angucken. Da wollen wir da Helicam. Ja, wir nehmen mal die Turmcam hier. Die ist, glaube ich, ganz gut dafür. Aber hinten war der Start, glaube ich, ganz okay, ne? Ach du Scheiße. Deswegen war vor mir die Lücke. Nee, der ist ja wieder reingekommen. What? Also der Start war halt komplett, ne? Er steht jetzt da halt.
Naja, er hätte, glaube ich, vor mir sein müssen. Ja, er war 15 und ich war 13, genau. Das ist die Lücke, über die ich mich gewundert habe. Er stand dann halt da, hat vielleicht kurz überlegt, abzustellen oder so. Wollte jetzt wieder reinfahren in die Lücke oder ich habe keine Ahnung, was sein Plan da war. Okay, er ist noch nicht. Da ist direkt jemand in die Box gefahren. Vielleicht hatte er Trockenreifen drauf. Hat sich dann überlegt, dass es halt doch keine so geile Idee war. Ich weiß es nicht. Boah, ja. Da. Wow, war das knapp. Die hätten mich doch echt beinahe erwischt, ne? Da würde mich jetzt halt echt interessieren, wie knapp das eigentlich war. Sehr knapp. Ja, also, wie soll ich sagen? Das war halt wirklich knapp. Deswegen habe ich auch so viele Plätze gut gemacht, ne? Weil sich da schon mal zwei Leute vor mir ausgebumst haben. Hier der nächste, die 9:13. Oh, der BMW beschleunigt da so ein bisschen an mir vorbei. Aber da ich hier noch die Innenbahn habe, alles kein Problem. Genau, dann fahre ich da. Ich glaube, das ist schon Morin, auf den ich da auffahre, ne? Denke ich mir. Der BMW muss da weit gehen, weil er sich ein bisschen verschätzt hat. Und dann bin ich hier gemütlich vor ihm. Da hat er aber ganz schön gewackelt hinter mir beim Rausbeschleunigen. Da war Morin auch schon ziemlich langsam. Okay, und da hat sich das Feld hier so ein bisschen stabilisiert. Ich bin zu dem Zeitpunkt auf dem 8., glaube ich. Ja, genau. Hinter mir kommt halt noch Gasiewski, ist es? Na gut, der war dann schneller als ich im Endeffekt. Hatte am Anfang auch noch ein bisschen Probleme gehabt. Dem hätte ich es, glaube ich, richtig schwer machen können, an mir vorbeizukommen. Aber gut, ja, das war die erste Runde. Im Regen, bei Nacht. Ich fühle mich jetzt schon gut vorbereitet für das Ligarennen, auch wenn ich halt nicht schnell bin tatsächlich. Aber ja, trotz dieses Crashes, der halt nicht sein musste, der gezeigt hat, ne, wenn man mit den Leuten redet, sich entschuldigt und so, da vernünftig ein bisschen ist, dann nehmen die einem das meistens auch nicht so krumm. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber meistens passt das dann irgendwie. Da kann man mit den Leuten reden. Ja, aber kleines Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Nicht ganz lappig abgeschnitten, wie immer in der Liga. Nacht und Regen, ne? Also wenn jetzt in der Liga Nacht und Regen, also nachts wird es sein. Es wird 20 Uhr starten, das Rennen in-game. Und wenn es dann regnet, bin ich auch vorbereitet darauf auf jeden Fall jetzt. So ein bisschen. Reifendrücke haben natürlich gar nicht gestimmt. Die waren immer 1,5 PSI. Sogar knapp 2 zu niedrig. Ja, der Selbstgi konnte einmal sehr weit raus. Ja, aber gut, das kann man ja machen, ne? Wenn es da Regenprognose gibt fürs Rennen, dann werde ich da. So, sehen wir hier nochmal den Crash? Da sehen wir nochmal den Crash. Das tut mir halt auch echt leid. Ja, scheiße. Muss man aber halt auch lernen, ne? Hätte ich vielleicht rausziehen sollen ein bisschen.
nur um da auf Nummer sicher zu gehen, weil ich halt nicht wusste, wo er bremst. Aber in der Runde davor hat es halt auch funktioniert einfach. Da hat er auch nicht so früh gebremst. Von daher habe ich damit nicht gerechnet. Na gut, was soll man machen? Ja. Erstes CP-Rennen. Alles in allem. Ich werte das mal als kleinen Erfolg. Und wenn es auch nur Erfahrungsgewinn ist irgendwie. Aber ja, mit diesem Bild hier verabschiede ich mich von euch, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ich werde ein paar mehr CP-Rennen fahren können. Ich hoffe, die finden nicht alle im Regen statt. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Strecke an, ne, und wie ich Zeit habe. Aber das war auf jeden Fall mal eine ganz angenehme Abwechslung zur Liga. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.